Hallo Petra, danke, dass du für diese Intro zugesagt hast. Würdest du dich kurz mal vorstellen, wer du bist und was du so machst? Ja, also erstmal vielen Dank an dich. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein und ich freue mich riesig. Ich mich auch. Und ja, ich bin Petra Kopf, bin Schauspielerin und mittlerweile seit 56 Jahren auf der Bühne des Lebens aktiv. Und gefällt's dir? Im Großen und Ganzen, ja. Schön. Da möchte ich jetzt gerade einsteigen. Was ist für dich Kunst, liebe Petra? Kunst, oh, das ist ein weiter Begriff. Ja, wir haben Zeit. Ja. Kunst hat für mich viel natürlich mit Kreativität, also mit Schöpferkraft zu tun. Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch auf dieser Welt hat ja einen Körper. Das heißt also, er verkörpert etwas. Okay. Ja? Und der Körper gibt uns die Möglichkeit, uns auszudrücken. Also ich glaube, der tiefste Grund für unser Dasein ist eigentlich, uns zum Ausdruck zu bringen. Und es geht auf ganz unterschiedliche Weise. Und in der Kunst kann man das natürlich auch sagen. Es gibt Tänzer, es gibt Musiker, es gibt Schauspieler, Maler, es gibt ganz viele Kunstbereiche. Und einer ist natürlich auch die Lebenskunst. Und damit meine ich, wie kann man, Kunst hat immer auch etwas damit zu tun, dass ich die Kreativität habe, etwas scheinbar mir Fremdes zum Vertrauten zu machen oder die Brücke zu finden vom Vertrauten zum Fremden. Also Brücken zu bauen, Verbindungen zu bringen, das ist die Kreativität. Und wann war es so für dich bewusst, dass du in dieses Segment reinstechen willst? Ich bin von Geburt an. Okay. Also ich würde mal so sagen, auch das glaube ich, dass jeder Mensch auf die Welt kommt und hat eine ganz eigene Qualität. Und diese Qualität, bei mir ist die Schauspielerei, ich bin einfach durch und durch mit dieser schauspielerischen Qualität durchdrungen. Also ich gehe gern, ich spreche gern vor Menschen, ich bin gern auf der Bühne. Ich habe schon als kleines Mädchen, mein Vater war Pfarrer und der hat natürlich auch öffentlich gesprochen. Von ihm habe ich, glaube ich, da auch das Talent. Und da ging es auch immer so darum, ja, stell dich hin und sag, was du denkst oder was du meinst und drück dich aus. Und das war eigentlich schon, es gibt sogar eine Tonaufnahme, wo ich sage, wo wir Kinder untereinander uns fragen, was willst du später mal werden? Und dann sage ich, Schauspielerin, was denn sonst? Da war ich vielleicht so 3, 4. Ich glaube, da wusste ich noch gar nicht, was das eigentlich ist. Also. Und was sind dann so die Schattenseiten? Gibt es das ja auch, wie im Leben, gibt es ja auch Schattenseiten der Schauspielerei? Ja, also wenn ich die Schauspielerei so nehme, wie ich sie immer verstanden habe, als Ausdruck auf ganzer Linie, also mit meiner Stimme mich ausdrücken, mit meinem Körper, mit meinen Gedanken, mit Musik, also Schauspielerei hatte das ganze Spektrum eigentlich. Dann kann ich da gar keine Schattenseite sehen. Aber wenn ich dann daran denke, nicht jeder hat ja die Möglichkeit, mit dem, was er auf die Welt kommt, mit der Begabung oder mit dem Talent, auch daraus einen Beruf zu machen. Du kannst halt zum Beispiel, wenn du als geborener Musiker auf die Welt kommst und du hast aber nicht die Möglichkeit, Musiker zu werden, weil du vielleicht nicht aufgenommen wirst am Konservatorium oder so, dann musst du dir ein Umfeld schaffen, wo du Musik machen kannst. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, den Beruf zu ergreifen, die Ausbildung zu machen. Es waren 300 Bewerbungen, 10 haben sie genommen. Und ich habe ganz fatalistisch gesagt, wenn die erste Schauspielschule mich nicht nimmt, dann war es das. Versuche ich nicht nochmal. 100% oder gar nicht. Und ich bin genommen worden. Sehr schön. Sehr trotz Dialekt. Gell? Die haben ja mal gesagt, bei dir kommt noch viel zu sehr der Dialekt. Und das habe ich ja bis heute noch nicht abgelegt. Ich kann es aber auf der Bühne natürlich total ablegen. Aber wenn ich jetzt so privat spreche, kommt meine Muttersprache immer durch.
Macht dich ja auch sympathisch. Ja, das ist ja mein Ding, dass ich sage, ich bin jemand, der Authentizität liebt. Ist ja so ein Modewort heute, ja. Aber authentisch sein heißt eigentlich mit seinem Inneren verbunden sein und wirklich sich eben ohne irgendwelche Hürden einfach ausdrücken zu dürfen in Offenheit. Wie stark oder wie wichtig ist die Lyrik? Ja, sehr. Eben, ich weiß schon. Ja. Wieso? Es war, also ich war, habe die Schauspielausbildung gemacht und da komme ich jetzt gleich nochmal auf den Schatten zu sprechen. Ich war lange auf der Bühne und habe alles Mögliche gespielt, vom Kindermärchen über Dramen, also alles Mögliche. Aber du hast als Schauspieler natürlich überhaupt kein Mitspracherecht. Das ist ja das, was eigentlich genau dem widerspricht, der Kreativität und der Schöpferkraft, die man hat. Man hat keinerlei Mitspracherecht. Man agiert wie eine Marionette. Also der Regisseur sagt dir, wie du gehen, stehen musst, wie du sprechen musst. Also der interpretiert dich und der sagt dir alles. Und das war irgendwann für mich kein Weg mehr. Also ich habe dann auch gedacht, also was mich wirklich, natürlich konnte ich gut Komödie spielen und auch dann war so Boulevardstücke, Musical, macht bis zum gewissen Grad Spaß. Aber dann habe ich gedacht, Mensch, mich interessiert Sprache, mich interessiert Sprachrhythmen. Und ich bin total der Faszination von Lyrik auch so erlegen. Und ich habe dann mit der Schauspielerei aufgehört, habe eine tanztherapeutische Ausbildung gemacht und habe dann Gedichte, zum Beispiel von Ingeborg Bachmann, rezitiert und habe die mit dem Kopf nicht begriffen. Ich habe einfach nicht gewusst, was will uns diese Frau sagen? Muss ich jetzt ein Studium, ein literarisches Studium beginnen, um das zu verstehen? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, in dem Gedicht ist ja Bewegung. Also, und dann habe ich mir gedacht, ah ja, das ist so eine wiegende Bewegung. Und dann habe ich einfach das Gedicht gesprochen und habe die Bewegung mitgemacht. Und daraus habe ich plötzlich, also mein Körper hat was begriffen. Mein Körper hat begriffen, um was da geht. Und plötzlich, also kam der Verstand dann auch. Ja, genau. Und dann habe ich, eine Zeit lang bin ich damit aufgetreten und habe Performances gemacht, habe Gedichte in Bewegung gezeigt, kleine Auftritte gehabt. Und da kamen sogar Literaturleute auf mich zu und haben gesagt, jahrelang habe ich dieses Gedicht nicht verstanden, heute habe ich es verstanden. Ist ja auch schön. Und ja. Das, ich habe ja ein, zwei Artikel über dich gelesen, die du mir geschickt hast. Ja. Auf das vorher zurückgekommen, um das Schauspiel und nachher das Tanztherapeutische. Ja. Hast du ja dort in einem Interview gesagt, der Wachstumsprozess ja. war wie stocken. Willst du ja, da noch ein stimmt. bisschen präziser darauf Stellung nehmen? Ja. Also am Anfang, wenn man noch jung ist, so wie du zum Beispiel, also in deiner jung also in ist deinem, immer relativ. Ja, in deinem Alter. Morgen fühle ich mich alt. So, also bis zu einem gewissen Alter war es mir noch wichtig, dass ich eine gute Rolle bekomme, dass ich die Hauptrolle spiele, dass ich im Mittelpunkt stehe, dass ich möglichst viel von mir zeigen kann. Das ist heute schon noch so, ich möchte mich auch ausdrücken, aber mehr und mehr habe ich gemerkt, es geht mir doch auch um die Sache. Also ich will zum Beispiel wissen, wir haben ein Stück aufgeführt, das hat sehr viel Vorbereitung gebraucht, da habe ich eine Krankenschwester gespielt, die einem AIDS-Kranken Sterbehilfe leistet. Und da haben wir uns sehr lang mit der Thematik befasst, haben uns auch mit Leuten getroffen, haben uns gut vorbereitet und dann genügt dir das nicht mehr, wenn du auftrittst und du kriegst den Applaus. Und du denkst, ja, und jetzt? Also du gehst dann heim und weißt überhaupt nicht, was hängen geblieben ist bei den Zuschauern. Und dann war mir das unheimlich wichtig, da mehr zu erfahren. Dann haben wir mehr so auf kleineren Bühnen dann gespielt. Also das Stadttheater hat eine kleine Bühne dann auch gehabt, wo dann hinterher die Möglichkeit zur Diskussion und zum Gespräch war. Und da fiel mir auf, ja, ich brauche diese direkte Resonanz. Ich brauche den echten Bezug zum Publikum. Und da habe ich gemerkt, jetzt kommt etwas, jetzt kommt ein anderer Teil von mir noch. Also ein bisschen ein tiefgründiger. Genau. Und auch meine Neugier, die ja sich bisher dann immer nur auf die Figuren, die ich gespielt habe. Und jetzt hat es mich aber dann auch interessiert auf das Gegenüber.
was so hängen geblieben ja, ist, auf das Gegenüber.